meine, das ist ein weiter Weg jetzt, aber... wie kommt die denn dahin mit was für ein Schiff? Die ist doch nur eine Begleitung. Enrique, was ist mit dir? Hallo? Stopp! Ey! War das gerade ein Bug? Ist das gerade ein Bug? Weil ich habe sie mal vor 100 Stunden da stehen lassen. Das verstehe ich nicht. Ja, was denn? Es kann nicht sein. Der Hohe Rat würde uns niemals so verraten. Natürlich, gerade deswegen. Er muss gelogen haben. So eine hohe Schweine und die lügen immer. Real Life, Digi, was denn das? Er schien sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Also fragen wir den Hohen Rat. Das spielt keine Rolle, es ist vorbei. Die Fanatiker interpretieren die Lehren von Jinan Varun in der feindseligsten aller Deutungen. Ja, ja, so eine Religion ist halt schwierig. Sie betrachten sich als die einzig wahren Anhänger der großen Schlange. Okay, okay. Sie sind sich ihres Glaubens und ihrer Taten absolut sicher. Aber im Recht sind sie deshalb nicht. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Ja, aber was ist denn falsch und richtig? Wer weiß das schon? Der Code. Alles verwirrt. Das kommt mir bekannt vor. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wohin denn? Du musst wissen, das Haus Varun die Geheimhaltung fast über alles stellt. Ja, okay. Wer in die besiedelten Systeme geht, kann nicht zurückkehren. Egal, ich kann mich zurückbeamen. Energie. Zum Teufel mit den Regeln! Aber sie würden doch sicher eine Ausnahme machen, um es aufzuklären. Sie können dich nicht zwingen, ewig in der Fremde zu bleiben. Nein, du verstehst es nicht. Nein. Wenn wir eine Mission erhalten, werden wir aus dem Herrschaftsgebiet von Haus Varun gebracht. Jawohl. Wir springen nicht selbst. Wie gebracht? Wir erhalten keine Koordinaten für Varun Kai, unsere Heimatwelt. Okay. Wir können also nicht zurückkehren. Nur wenigen Auserwählten ist dieses Wissen anvertraut. Wir finden Ohne das Erlaubnis heraus. Komme ich also nicht nach Hause. Einfallsreich sind sie ja, das muss ich ihnen lassen. Das wäre nicht mein... Es muss einen anderen Weg geben. Es ist ein System, das immer funktioniert hat. Ja, ja, das ist klar, ist klar. Das sicher ist. Keiner weiß, Doch wo er ist. Vielleicht ist dieses System nun das bringt Problem. Man den weg. Ich kann zwar nicht nach Hause, ja? aber es gibt einen anderen Weg. Aha. Doch dieser Weg würde dich vor ungeahnte Gefahren stellen. Oh mein Gott, nein! Ich kann nicht garantieren, was passieren wird. Ungeahnte Gefahren mit dir, meiner Liebsten? Niemals! Nur mit Jeroka würde ich überall hingehen. Sonst mit niemand. Moin. Ach, ich hatte heute sonst sowieso nichts mehr vor. Ich bringe mit dir das zu Ende. Egal, was passiert. Es war bis jetzt schon ziemlich gefährlich. Ja, Andrija May, ne? Egal, was passiert, ich bin bei dir, Babe. Action. Danke. Bitte. Das bedeutet mir sehr viel. Dort ist eine alte Sternenstation, in der ich vielleicht Antworten bekomme. Dass man nicht so ich alles weiß, tut, das hier, klingt ja. vage. Ja? Wenn wir dort sind, wird alles klarer. Ja, ist die Clara auch dabei? Also, ich hatte, glaube ich, einen Bug gerade, Jero. Ich war in einem ganz entfernten Sternensystem. Ganz weit. 100 Lichtjahre von hier. Und ich musste mit ihr sprechen und sie war nicht mehr da. Ich konnte sie nicht finden und sie wurde auf Neuatlantis. Dann musste ich hinspringen, wurde sie gesehen. Ich glaube, sie wurde dahin zurückgesetzt, wo ich sie das letzte Mal abgestellt habe, um zu warten. Ganz wild. Also, bei mir geht jetzt das ab. Wir stöbern ihrer Vergangenheit, sie ist vom Haus Varun, das ist halt so eine kleine Sekte oder was auch immer, die halt glaubt, dass die große Schlange kommt, das ist der Gott und dies, das und keine Ahnung, Fanatiker, Wilde und wir versuchen jetzt ein bisschen was herauszufinden über die Vergangenheit, weil sie hat komische Sachen gemacht und jetzt geht sie dem nach und fertig. Man hat sich auch bei Leuten entschuldigen, die sie im Stich gelassen hat. Dies, das. Sie hat sich, ja, weil ich will ja unter ihren Schlöpper. Na klar. Sie mag halt dieses Katz-und-Maus-Spiel, weißt du, was ich meine? Sie mag dieses Katz-und-Maus, ich mag das auch. Das Schöne ist, wenn ich mit dem Schiff eh hier bin, mein Schiff ist voll. Aber schon eine geile, wilde Geschichte bis jetzt erlebt heute. Boah, aber mit einem Fanatiker. Ich glaube,
Du kannst die Geschichte ja auch spielen, auch wenn du die Salas Begleiterin hast. So, und zwar, ich habe Schiffe abgeschossen, konnte es nicht mehr einsammeln, habe dann aus dem Frachtraum vom Schiff alles auf den Boden geschmissen. Und jetzt möchte ich das wieder einsammeln. Einfach jeden heirat Main. Ja, es ist doppelte Probleme, hast ja recht. Jetzt, wo du das sagst, hast ja recht, hast ja recht. Ach, Bescheid. Hast ja recht. Dann fliegen wir los. Wir müssen erstmal diesen mächtigen Tresor mal ein bisschen aufsuchen hier. Zwei Frauen, vierfache Art von Probleme. Ist er? Endlich ist das auch erledigt. Hast du neue Bücher für mich? Also das Kind hier, weißt du? Groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. Macht nur Unordnung hier. Ich weiß ja nicht, wer hier nicht aufgeräumt hat. Der Sam, der Vater sagt immer, räum doch mal auf, aber sie macht das nicht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was hier passiert ist. Wer weiß das schon? Ja, ich musste die ganzen Sachen hier hinschmeißen, denn... Wie gesagt, ich habe ein Schiff abgeschossen, dann kann man die Teile einsammeln. Hatte aber keinen Platz und dann habe ich es einfach hingeschmissen. Und habe dann eingesammelt. Hey, wie sagst du so schön, wie bei Elden Ring? Du bist weg, dann hast du es geschafft. Auch bei Starfield. Jetzt möchtest du mir bestimmt sagen, also, das kann nicht sein hier. Dein Lieblingsspiel, wie kannst du in die Ecke werfen? Wie hast du das denn gemacht? Bei Crash oder was? Wie Save Games verloren? Bei mir fing das halt auch ganz wild an. Ich hatte 60 Frames Lock, ich hatte auch einen Crash, dies, das. Also die erste Stunde war Hölle irgendwie heute. Aber ich hatte auch noch ein bisschen mit Mods gespielt. Und ich wusste, ich soll es nicht tun. Ich konnte nicht mehr speichern. Zu viele Speicherstände oder einfach so wegen Bug? Boah, invalide Safe Game? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das wäre ja Horror, oder? Oh, jetzt habe ich zu viel. 10 Kilogramm muss ich noch weggeben. Masse. Ablegen. Oh mein Gott, ja, aber was ist denn mit, hast du, ich hab bald wieder Safe Games löschen müssen, weil es zu voll war nach 180. Boah, wie ist denn das passiert? Weißt du, was dazu führte oder was der ausschlaggebend war für oder what the fuck? Boah. Und wie ist dann das Problem aufgetaucht? Also... Einfach so von jetzt auf gleich, oder was? Safe muss gestellt werden, krass. Warum habe ich mich jetzt nicht direkt dahin gefordert zu dem... hier. Echt? Boah. Ja, und da auch du die Xbox-Version hast. Ich muss jetzt jeden Tag immer Safe Games löschen. Ich hätte gerne die Safe Games auf meinem Computer. Wir müssen herausfinden, wie man die runterladen kann, damit man die hat, falls sowas passiert. Ja, Dokumente My Game Safe. Aber da sind sie nicht.
Hast du herausgefunden, wo sie sind? Boah, kannst du mir das sagen? Dann könnte ich die sichern. Weil ich dachte, die sind nicht einfach auf der Festplatte. Ich dachte, die sind nur in der Cloud. Weil es gibt ja Speicherbegrenzung anscheinend. Inventar. Naja, aber den Ordner, wo sie sind, einfach wegkopieren, Copy-Paste. Ah ja, okay, mach das, wäre geil. Krass. Ist halt wegen der Xbox-Version. Ich habe heute ein YouTube-Video gesehen. Ja, präsentiere diese Mods, Guides, bla 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 blub. Dann sagte der, ja, bei der Xbox Game Pass-Version kann man gar keine Mods nutzen. Ich weiß nicht, ob das kommt, aber momentan geht's nicht. Hä? Hat der sich informiert oder was, dachte ich mir? Trotzdem hat er mir zwei coole Mods gezeigt, die ich halt mit eingebaut habe. Aber dann hat nicht alles so funktioniert, aber jetzt geht's ja wieder. Ressourcen. Alles lagern. Durch die Abwärtskompatibilität zur Xbox sind sie dort kryptisch gespeichert. Hey, das ist halt... Warum können sie nicht einfach die PC-Version nehmen? Check ich nicht. Wir spielen die Xbox-Version auf dem PC, warum nehmen sie nicht die gleiche Version wie Steam? Das ist bei fast allen Spielen so. Ich habe das schon mal festgestellt bei irgendeinem ähnlichen Command & Conquer-ähnlichen Spiel. Die Leute konnten auf der Steam-Version alles machen, aber ich konnte es nicht machen. Ich konnte da mal auf Xbox-Version irgendwas nutzen. Kleidung waschen, Stiefel putzen, also, den Spiegel auf Hochglanz polieren. Ich verstehe nicht, warum da kompatibel? Weil PC ist PC, die können doch die Xbox-Version... Wenn die das starten, kann man es doch normal... Coole Sache. Nicht. Macht ja gar keinen Sinn, Digga. Also ich... Deswegen dein auch spiele ich ungern. Ich mag Xbox Game Pass irgendwie, ich habe es aber früher mehr gemocht. Deswegen spiele ich es eigentlich ungern. Weil ich kann viele Spiele auch nicht wirklich modden oder... Selbst bei Config-Umschreibungen meckert es manchmal. Ja, ich weiß... Ja, ich frage dich ja nicht, warum es ist, aber... Du weißt, was ich meine, dass es halt einfach unsinnig ist. Also, es ist halt... nicht geil. Ist halt nicht geil. 280 Frachtraum. So, der Frachtraum ist jetzt komplett leer. Oh, dann habe ich auch die Waffen reingetan. Ich wollte nur ein bisschen was aus dem Frachtraum nehmen, aber wie immer tue ich irgendwie alles nehmen, so eine Scheiße. Okay, passt, habe ich wieder. Die Anzüge. Boah, ich habe den Anzug hier gefunden von den Varun hier oder so, oder vom Kopfgeldjäger. 128 physisch, schon mal wie krass der ist. 132 Energie oder 36 EM. Aber er hat halt nicht die Vorteile, die meiner hat. Und... ja, das reicht ja auch schon. Reicht ja schon. So, jetzt muss ich noch einmal dahin, dann kann ich da weitermachen. Also heftig. Schön, dich zu sehen. Ey. Oida, oida, oida. Krass. Und die Frage ist halt, wie konnte das passieren? An der Mod oder sowas kann es nicht liegen. Weil der Safegame schreibt er einfach so. Ich habe ja, was ich gar nicht gecheckt habe, es ist ja das bei, ich habe über ein Video gesehen, da hat er über Fallout und Skyrim geredet. Da gibt es ja die Modder von Skyrim, die machen jetzt Mods für das hier, weil die haben sich voll gefreut auf das Spiel. Und es ist noch nicht einmal das offizielle Dev-Kit oder Mod-Pack-Kit von Bethesda draußen. Wenn das kommt anscheinend, dann kann man noch viel mehr modden. Oder dann ist es halt wirklich offiziell. Jetzt ist es halt nur so blablub. Und sie wissen noch nicht, ob das jetzt hier so machen, dass sie per, ist schön, wieder hier zu per Bezahlung sein. Das machen ein oder so komplett offen. Wird gut tun. Einige sagen halt, ja, Mod soll umsonst sein, hier, dies, das. Und andere meinen halt, hey, wenn die davon
Leben oder generell halt das machen uns beruflich. Warum soll man dann nicht eine Kleinigkeit nebenbei verdienen können? Ja, keine Ahnung. Richtig dämlich. Kannst ja mal, wenn dir Vater selber googeln nach Starfleet Can't Save Game. Das klingt schon nach einem abenteuerlichen Google-Unternehmen. Unternehmungs. Ich habe immer gesehen, bei Nexus Mod gibt es zwei Möglichkeiten, manuell installieren oder per Mod. Anscheinend, wenn du Nexus Mod drauf hast, tut das dann schon in den richtigen Ordner kopieren? Ich muss das mal testen, beim anderen Spiel oder so. Ich musste eh auch irgendwann Baldur's Gate modden. Ja, also, du lädst die Mod runter, kopieren sie einfach. Okay, dann musst du ja nicht mehr hin und her. Ich bin immer hin und her, aber ich tue die Mods halt, die Safe, die Zip sichern, sichern mir alles und dann mache ich das erst. Ich tue den, glaube ich, auch da rein, was ich alles bekommen habe jetzt hier. Boah, also dieses Varum-Paket ist schon nicht ohne. Aber ich werde doch mal irgendwann nochmal viel bessere Sachen bekommen, oder? Ich konnte jetzt seit Jahren nicht mehr ersetzen, das was ich habe. Ich habe jetzt heute so das seit langem wieder mal ein Legendary bekommen. Ich hab mit Level 15 die ersten Legends bekommen, benutze sie bis heute noch. Weil ich, wie gesagt, schon in diesem großen System da war. Und im, ja, was heißt mit Level 5 oder 5 so, für Level 35. Ja, ich auch nicht. Jetzt Tag 2 laufe ich mit der Rumitz, ist Tag 10 ist heute. Aber ich mache jetzt so mehr Quests. Ich habe damals nur random Sachen gemacht. Sprich, ich bin einfach auf dem Planeten, bin da gelandet, bin rumgelaufen, habe alle Raffinerien kaputt gemacht, bin in die Höhlen gegangen, habe immer Leute erschossen und ich habe da viel mehr so einfach das Spiel so entdeckt. Keine Ahnung. Keine Quest, nichts, nur so. Und so bin ich halt dann von einer zur nächsten Planeten und auch diese Missionen gemacht, die auf dem irgendwo auf diesem Computer da sind. Und dann hat mich die Mission ziemlich weit in ein fremdes System geführt. Ich wurde halt auch schon wieder gefangen. Kopfgeld hier, Kopfgeld da, Schmuggelware. Und ich frag mich halt, die Schmuggelware, wenn da steht, wenn man die Cloud steht da, sie ist halt 12.000 wert oder so, 12.500. Und wenn ich sie verkaufe bei meinem Wolf im Orbit da, also im Wolf bei der Raumstation, kriege ich nur noch 1.000 oder 2.000. Es muss bestimmt einen Händler geben, der Schmuggelware auch teurer annimmt. Ist ja wie Skyrim mir einfach jede Höhle einschauen. Ja, genau, mache ich ja. Mache ich. Und ich habe jetzt auch verstanden, wie das Ganze funktioniert mit dem Prozedural-Generation. Warum das Bethesda nicht gemacht hat. Es gibt einen. Du weißt ja, wenn du auf einem Planeten läufst und irgendwann triffst du halt auf eine Ende, eine Barriere, eine Wand. Die ist halt sehr, sehr weit weg. Ich habe die noch nie geschafft. Ich bin auch schon ewig gelaufen, aber halt nie gerade in der Richtung. Es gibt eine Mod, die das entfernt. Das Ding ist halt, die Engine ist so aufgebaut, dass sich das halt alles speichert. Jede Kleinigkeit hat eine eigene ID. Jede neu generierte ist halt so wie Minecraft, tut sich auch immer unendlich generieren. Das irgendwann, das ist zu viel, das ist dann abstürzt. Deswegen haben die es halt gemacht, aber wer würde denn auch einen Planeten umrunden wollen? Ganz ehrlich. Wenn der Planet jetzt so gemacht ist, dass du das Verhältnis 1 zu 1000, 1 zu 100.000 ist, dann ja, aber wenn du wirklich dann spazieren gehst, brauchst du ja Jahre, um Planeten zu umrunden. Das macht ja auch keinen Sinn. Also man kann das abschalten, dass du wirklich im Kreis laufen kannst. Und er regeneriert immer weiter, weiter, weiter. Anscheinend sind es ja so wie bei Minecraft. Ich kenn's nur von Minecraft, von Ark und von den ganzen Engines, so die sind immer so Bereiche und Chunks generiert. Immer weiter, weiter, weiter. Und je größer, desto größer ist auch das Safe-Game und die Area, in der man ist. Und das ist halt anscheinend komplett CPU-bedingt auch, dass es alles auf die CPU geht und irgendwann kommt es nicht mehr daher, die Engine. Und entweder ist das generell noch nicht
ein Problem oder weil auch Schiffe viel zu billig abgenommen werden. Bei den Schiffen war das so, ich habe ein Schiff geklaut. Da habe ich gesehen, das Schiff beim Klauen ist irgendwie so standen da. 100.000 wert, 50.000, auf jeden Fall ein sehr, sehr utopischer Preis, sehr, sehr hoch. Dann bin ich zum Händler, wie du dann schreibst, wird billig abgenommen, stand dann da, ja, für 1.200 oder 800 nur, dachte mir, wow, geil. Da waren die Gebühren zum Registrieren höher, leck mich. Dann bin ich aber ein paar Tage später nochmal zum Händler und dann habe ich sie so für 15.000 bis 20.000 verkaufen können. Also, ich glaube, es war fast der Registrierungspreis. Aber viel ist es ja nicht gewesen. Ich habe jetzt heute angefangen, also hier habe ich nochmal geskillt. Ich will auch hier nochmal skillen. Na, hier bei Fliegen. Dass ich irgendwann die Klasse C-Schiffe fliegen kann. Bei dem Schlossknacken tue ich nicht mehr skillen, weil ich kann alle knacken. Ob ich jetzt irgendwelche Backup-Schlösser habe und blablub, kann ich alle knacken. Bei dem Fliegen will ich auch hochkommen hier, Sicherheit. Beim, warte mal, was habe ich hier? Bei Dieb tue ich jetzt auch nicht mehr skillen erstmal, denn ich lade dann einfach und es geht eh fast jedes zweite Mal, also kann es einfach klauen. Überzeugen stoppe ich jetzt auch mal, denn es ist immer spannend, ob es klappt oder nicht klappt. Es wäre halt langweilig, wenn es immer klappt, muss ich sagen. Es ist halt wie in echt, also wenn du jemanden überreden willst und der ist ein Sturkopf, hast du Pech gehabt. Handel, egal. Wollte ich dir noch sagen? Naja, wenn ich mal mehr Gesundheit brauche, mehr Gesundheit. Gewicht habe ich maximal. Ich habe aber gesehen, dass hier, ich dachte mir, das brauche ich. Hier gibt es Führung. Begleiter gewinne 25% schneller Sympathie. Vielleicht würde ich sie mal rumkriegen dann. Aber das, da muss man halt zu viel skillen. Noch nicht. Ach so, dein altes ist hier. Du drückst die Taste hier Tab, dann gehst du rein und kannst du hier umschalten. Und immer das, wo Heimatschiff dran steht, ist halt dein Main-Schiff. Das ist halt einfach im Hafen. Bei jedem Schiffshändler kannst du dann umsteigen. Du musst dann hin und her switchen und drückst dann die Taste H, dann steht da zum Heimatschiff machen. Ich glaube, es ist H. Das Schiff, auf dem du bist, wird automatisch in den Hafen eingelagert. Deine ganzen Ressourcen von dem aktuellen Schiff kommen ins Neue und die ganze Crew auch. Also copy-paste das, was du im alten Schiff hast, kommt ins Neue und das Schiff ist halt beim Schiffswerft-Dingsbums wieder zu holen. Ich mache das auf New Atlantis und oder auf Wolf, da wo ich immer bin. Da geht's auch. Bei dem Außenposten, wo ich verkaufe. Du kannst die Schiffe sogar in deinem Inventar registrieren, habe ich gesehen. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich bin immer zum Händler geflogen. Du kannst es anscheinend auch hier registrieren. Hier. Wusste ich auch nicht. Genau. Musst es halt vorher registrieren, sonst kannst du es ja nicht verkaufen. Wenn das Registrieren hier nicht geht, weil das ging irgendwie nicht immer. Ich habe es nur später ausgefunden. Klaust ein Schiff und registrierst es halt beim Händler. Ich bin aber nie nach UC gegangen, ne? Bei UC bin ich erst hin, wenn ich registriert hatte. Ich hatte Schiss vor dem Scan. Wenn es dann heißt, hey, das ist nicht ihr Schiff. Deswegen klaue ich es, wenn es im Inventar nicht registrieren geht, was ich am Anfang nicht gewusst habe. Ich gehe generell immer zu diesem Wolf-Posten da, weißt, Wolf und dann der Bau. Das habe ich im Video mal gesehen, ich weiß nicht, wo du immer hingehst. Hier kaufe ich und verkaufe ich alles. Problem war, das ist UC-Gebiet, da sind UC-Soldaten, wenn ich gesucht werde, werde ich geschnappt und meine ganzen Sachen waren letztes vorhin weg. Ich habe auch das so gelassen, nicht gespeichert. Ja,
Also ich hatte Kopfgeld für UC, ich gehe da rein, wurde festgenommen. Bin zwar im Kreis gelaufen, aber wurde festgenommen, meine ganze Schmuggelware war weg. Ich hatte nämlich bei so einem Fanatiker gab es ganz viel Schmuggelware und dann ist die weg gewesen. Ich dachte mir, ach, ist ja egal. Ich konnte auch bei UC das Kopfgeld nicht im Automaten löschen. Anscheinend geht das UC nicht und ich weiß auch nicht, was ich gemacht haben soll. Keine Ahnung, muss ich dir sagen. Keine Ahnung, warum die mich wieder auf dem Kieker hatten. Okay, begib dich zur verlassenen Stadt. Schau dir mal diese Questreihe hier an, Heurer. Guck mal an. Schau dir mal das an. Und das ist alles nur mit Andreja. Nur, weil ich ihr versprochen habe, herauszufinden, mit ihrer komischen Familie und Vergangenheit und Dingsbums. All das, um sie rumzukriegen, könnte man sagen. Kannst dir nicht vorstellen. Die Weiber. Okay, jetzt müssen wir wieder weit weg. 80 Lichtjahre, 80,80. Steuermann, setzen Sie Kurs nach Murfit 4. Maximum Warp. Wir müssen schnell dahin. Eye Captain. Kurs gesetzt. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Gut, haben wir. Da bin ich immer gespannt. Und das ist halt echt eine krasse Geschichte wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ich hing so ein bisschen mit weinendem Auge meiner Quest noch nach von gestern, weil es vorbei ist, die Story. Aber das ist jetzt noch eine wildere Story hier. Kannst du dir nicht vorstellen. Fanatische Leute, irgendwelche Gläubigen und dann große Schlange, die glauben, dass die Welt dann irgendwann gerettet wird von irgendeiner Super-Duper-Macht, kommt dann und dann die Auserwählten, nur die überleben und die nicht an die glauben, werden irgendwie sterben und was weiß ich. Also Säcke durch und durch, ey. Und das Krasse ist, keiner von denen weiß, wo das Zuhause ist von denen, weil, also nur ein paar Auserwählte, denn wenn sie sagen, sie möchten in die weite Welt hinaus und das Heimatgebiet verlassen, werden sie irgendwo ausgesetzt. Also, sie werden anscheinend betäubt und irgendwo ausgesetzt. Und keiner weiß, wie man da nach Hause kommt. Also, aber schon sicher, dann, damit da kann auch keiner petzen. Das ist gar kein Spoiler, weil die Geschichte drumherum ist ja noch krank, aber das ist halt nur so. Okay, bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch wird für dich gefährlich. Vielleicht für uns beide. Du musst mir vertrauen. Diese Stationen wurden von den Colonies gebaut während des Kreuzzugs der Schlange. Seit Beginn des Friedens stehen sie leer. Die Schlange ist so eine Art Gottheit. Ist quasi die Übermacht, die dann kommt und alles im Universum regelt. Zu verstecken. Ich sag's dir, Jero. Ganz verrückt hier. Ich habe noch nie in einem Spiel so viel von der Geschichte gewusst. Ich kann dir gefühlt... Also was ich am Anfang erlebt habe, kann ich dir nicht erzählen, weil da waren viel zu viele Eindrücke. Aber was ich die letzten paar Tage erlebt habe, kann ich dir alles erzählen, ob es irgendwie so ein Film wäre oder so. Also ob ich ein Buch gelesen hätte oder so. Also voll krass. Die ersten Tage, glaube ich, sind despawned. Da weiß ich nicht viel. Da habe ich halt sehr viel durcheinander gemacht. Mag ich teilweise auch noch. Ich nehme 70 Quests an und dann 4 Tage später, okay, Fortschritt, dann habe ich irgendwas gemacht. Dann ist der Fortschritt für diese eine Quest auf einmal da. Hä? Okay, ich habe irgendwann eine Quest angenommen mit irgendwas, irgendwelche Daten zum Entschlüsseln. Ich bin heute in Akita City gewesen, in einer Bar. Einfach so in der Bar. Bin dann oben durch alle Räume durch, hab mir das alles angeschaut, was da ist. Dann ist ein Typ, mit dem quatsch ich. Und dann sagt er mir, ey, ich wollte auch immer nach Neon City, ich kann aber nicht dahin. Erzähl mir, wie es da ist. Und auf einmal habe ich die Option, hey, ich hab hier was für dich, tu mal die Daten schlüsseln. Anscheinend habe ich irgendwann mal eine Quest angenommen und hätte diesen Typen nie gefunden. Der war irgendwo da im dritten Stock in einer Bar in einem Zimmer drin. Also, voll geil, also ja, mir auch. Das ist krass.
Sprich mit Andreja. Das werde ich tun. Aber wohin ziehen wir dann währenddessen? Du dürftest hier gar nicht sein. Ich dürfte hier nicht sein. Ich bin 80,80 Lichtjahre von New Atlantis weg. Bevor wir weitergehen, hör mir gut zu. Oha. Lass deine Waffen unbedingt stecken. Nein. Und mach keine plötzlichen Bewegungen. Doch. Tu nichts, was feindselig wirkt. Ich entscheide hier, wann Feindseligkeiten nötig sind. Ich werde tun, was nötig ist, um uns zu schützen. Okay, ich vertraue dir. Wo spazieren wir hier gerade rein? Fragezeichen. Das ist der einzige Ort, an dem ich Antworten bekomme. Okay. Meine einzige Verbindung zu Haus Varun. Bitte, gib mir einen Moment. Ich wollte aber noch auswählen, dass ich dir vertraue und alles tue. Was ist mit ihr? Okay, geht jetzt irgendwie eine Tür auf oder was? The fuck? Oh, hi. Das geht nur, wenn man da rumbastelt? Alles klar. Geheimraum hier. Hier ist auch ziemlich hell. Macht mal diese Neonlampen aus. Okay. Aber Geheimraum ist halt ein bisschen wild gesagt. Von außen sieht man ja die Station, wo es lang geht oder nicht. Ist ja jetzt nicht irgendwie ein Gebäude tief unten. Von außen sieht man ja, dass es da lang geht. Ja, okay. Aber ist hier jemand? Oder sind wir alleine? Ich hatte heute V-Sync außen angemacht, Jero, weil ich hatte 60 Frame Cap, obwohl V-Sync aus war und dann zack, Crash. Lul. Zum Glück nach dem Neustart ging's wieder. Und allem Anschein nach kommst du nicht allein. Oh. Das ist enttäuschend. Kamera. Du verstößt klar gegen die Regeln unserer Abmachung. Oh oh. Möchtest du dich vielleicht erklären, bevor ich das an den Hohen Rat weiterleite? Der Tomisar ist das. Kommissar oder so quatscht. Ist es nur einer? Ich habe hier überhaupt nichts zu erklären, Tomisar. Ja? Dein Tonfall überrascht mich. Wow. Was ist nur in dich gefahren? Ja, echt, du genau, bist ganz passiert? Anders, beinahe ungehorsam. Ich weiß, was du getan hast. Oh. Weiß von den Nachrichten. Was redest du denn ach, da? Ach so, ja, natürlich okay. Sende ich dir Nachrichten. So funktioniert nee, das nee, eben. Nee, 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 so hat es immer funktioniert. Ich rede von den Fanatikern. Denen, die meine Freunde ermordet haben. Und genau. Auch mich töten wollten. Nein, du irrst dich. Oder du bist verwirrt. Das war vor 10 Jahren, nichts Digga. Nichts davon ist jemals passiert. Genug! Ich hab die Kopien, Tomisar. Genauso ging es mir auch. Du warst es. Von dir wussten sie, wo sie uns finden. Ich hatte wir nur 1,5K. Alle tief durchatmen. Ja, doch, ja. Und haltlose Anschuldigungen vermeiden. Du gehörst zu dieser Constellation-Gruppe. Digga. Ich weiß alles über euch. Ich bin Ranger. Ihr habt sie gegen und mich aufgehetzt, ihren Kopf mit Lügen gefüllt. Damit kommt ihr nicht durch. Schon wie der ausschaut, der ist geil geschminkt. Also, erstmal bin ich Ranger Jenny. Und ich bin von dieser einen Ryujin auch noch fast CEO, werde ich. Und ich bin eigentlich Freelancer und will nur meiner Freundin helfen, dich zu töten. Oder so ähnlich. Gar nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo man es loskriegt. Ich wurde mal gefangen genommen. Wenn du das weißt, dann sag das mir. Das kann dann an einem Computer auch nicht loswerden. Das Ganze von Andros City, UC. Ich gebe. Gefangen nehmen, den Scheiß zahlen, fertig. Macht nicht so wilde Sachen, Jero, das geht nicht. Lass es bitte, entspann dich. Ich gebe meiner Freundin hier Unterstützung, die ich bisher wohl gefehlt hat. Wie ihr bis vorher. Eine Freundin? Hä? Ich sag Freundin? Ich bin nur wegen des Feuerwerks hier. Mann! Für mich klingt es eher
als wärst du hier der Lügner. Das hier. Frechheit! Du hast sie verdorben! Genug! Wir regeln das jetzt unter uns. Was geht das? Das geht entschieden zu weit. Bring sie sofort zur Vernunft. Ihr würdet es nicht wagen, mir etwas anzutun. Oder Haus Varun wütend zu machen. Wenn du mich fragst, ist sie bereit, dich zu töten. Du steckst gerade ziemlich in der Klemme. Wenn du vielleicht ein bisschen ehrlicher wärst. Glaubst du, du kannst einfach weiter lügen? Enter? Ich sagte doch, dass das ein Missverständnis ist. Wenn du nur ein bisschen ehrlicher wärst. Punkt, Punkt, Punkt. Enter. Aber das bin ich. Wenn Andrea mich verletzt, verliert sie ihre Verbindung zum Hohen Rat. Zu Haus Varun. Ohne mich kehrt sie nie mehr nach Hause zurück. Du musst sie zur Vernunft bringen. Er trägt die Schuld. Er muss sterben. Hast du mich nicht gehört? Du würdest alles verlieren. Das ist mir klar. Ich kenne den Preis. Oha. Aber er verdient es doch, oder? Also ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, ja, aber ich glaube... Nein. Also ich glaube, ich sollte das nicht tun. Es gibt... Gibt es denn keinen anderen Weg? Hier und jetzt muss niemand sterben. Doch. Wenn du das tust, wird es Konsequenzen geben. Okay, man kann das gar nicht machen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn der Hohe Rat sieht, was er getan hat. Ja, ihn bestrafen. Das wäre schon gut. Beweis es dem Rat, sie sollen sich um ihn kümmern. Na gut. Heute ist dein Glückstag. Du bleibst am Leben. Das ist noch nicht vorbei. Der Hohe Rat wird von deinem Verrat erfahren. Vielleicht erfahren sie auch von deinen Taten, Tomisar. Oha. Denk mal darüber nach. Komm, verschwinden wir von hier. Gänsehaut hier, Alter. Ich will zurück zur Loge. Das wirst du noch bereuen. Also sie hat jetzt Verrat, weil ich hier dabei bin. Nur mal dafür niemand hin. Und der hat die halt... Die große Schlange wird dich für deine Dreistigkeit bestrafen. Meine Schlange wird dich prügeln. Meine Schlange ist größer als deine, Kappa. Also er hat halt Fanatiker darauf angesetzt, sie zu töten, ey. Vor 10 Jahren. Sie und ihre Freundinnen. Du denkst, du kommst unbeschadet davon? Digga, ich würde ihn so im Kopf schießen wollen. Die chillt sich mal hin. Was du hier tust, wird Konsequenzen haben. Das garantiere ich dir. Ja, okay. I see, I see. Schade, dass man das Safe Game nicht benennen kann. Aber man steht hier immer dabei, wo man ist. Von daher ist es ja okay. Ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn ich in echt jetzt erschossen hätte. Oder ich glaube, man konnte das gar nicht auswählen. Weil der erste war Konsequenzen und hier muss niemand sterben. Davon? Ja, ja, ja. Also da, verfickte Schnau. Also ich meine, komm, wir gehen. Oh, ich kann Sachen mitnehmen. Das wird gar nicht als Diebstahl gezählt. Ja, okay. Oh, 5200 Credits? Achso, Jero, was ich dich fragen wollte. Auf welcher Schwierigkeitsgradstufe spielst du denn? Ich erledige eigentlich die Gegner schon ziemlich schnell. Weiß ich nicht, irgendwo? Gameplay, ja. Ich erledige die, ich habe nichts eingestellt, einfach so gelassen. Ich erledige die Gegner schon ziemlich schnell. Manche auch nicht und einer hat mich heute mit einer Waffe einfach zack aus dem Leben gedasht. Und nochmal geladen. Ja, same. Je nach Level dauert es mal länger, geht schneller. Bei der einen Mod, die ich heute, bei der einen Video, was ich heute gesehen habe, der Mod, hat der gemeint, die Gegner haben zu viele HP-Punkte und das ist halt nicht so erfüllt, also es ist nicht so toll das Ganze, weil die stecken viel zu viel ein manchmal. Und dann gibt es eine Mod, dass die einfach weniger HP-Punkte haben, das ist doch kacke irgendwie, keine Ahnung. Er meint, es wäre halt dann realistischer.
Und ich weiß nicht, was für Worte benutze. Ich fand das halt richtig doof. Ich hab diese Mod nicht drauf getan. Also ich hab das so gelassen einfach. Ich dachte mir halt, wenn sie Raumanzüge haben, die sie halt gut beschützen, ist ja klar, dass sie mehr aushalten, oder? Du hast ja auch einen Raumanzug, der hält mehr aus für physisch, für Impulse und für Dinge. Ja, genau. Aber das ist doch dann so, als ob jemand 500, als ob ein NPC 1000 HP hat, mit der Mod hat er nur noch 200. Das ist doch kacke, oder? Also ich, für mein Ding, habe das eher so als Cheaten angesehen, dass du die HP verringerst. Dann stell doch das Spiel gleich auf leichter oder so, dachte ich mir. Naja, ich habe das jetzt nicht so gefühlt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Ballistikwaffe schieße, er hat einen Anzug an, der 200 Ballistikschaden abwehrt oder 200% mehr, weniger Schaden kriegt, was weiß ich, wie das berechnet wird, natürlich kriegt er dann keinen Schaden davon. Weißt du, was ich meine? Ist das nicht logisch? Weil du hast ja selber solche Anzüge. Die Gegner bekommen ja pro Level halt viel mehr Leben dazu. Also er hatte gemeint, das ist ein Fehler oder so. Ich weiß nicht, ob das nicht on purpose ist oder ein Fehler. Schade. Ein gewaltsames Öffnen ist keine Option. Also, ich schieße die Gegner mit meiner Waffe jetzt einfach so Tiu weg. Keine Ahnung, 20, Level 20, Level 1 bis 20 mit einem Schuss fast, weil immer Kopf oder zweimal schießen vielleicht. Bei Level 30, 35 schieße ich halt, je nachdem wo ich treffe, halt fünfmal. Deswegen hatte ich schon überlegt, heute höher zu stellen. Weil der Loot skaliert sogar mit dem Schwierigkeitsgrad, weil Loot ist mehr, das Loot kommt bestimmt, wenn ich dann höher gehe. Aber manches ist dann doch zu einfach und ich dachte mir, ja, es ist gut, dass es zu einfach ist. Ich will mich auch nicht quälen, ich will das Spiel genießen, Story und so. War mir nicht sicher. Ich bin da ein bisschen im Clinch mit mir. Ja, das... Im Endeffekt kann das ja auch gar nicht. Es ist halt so, dass es... Elite-Gegner gibt auf 3 Stufen anscheinend, oder? Auf jeden Fall gibt es Elite-Gegner und die haben immer mehr Leben. Mit normalen Gegnern gar kein Problem. Dann gibt es Elite-Gegner, die haben halt so Striche, ähnlich wie bei WoW oder so. Und die sind die einzigen, die viel kassieren. Die meistens, wenn du halt Kopfgeldmissionen machst oder kille jemanden speziell, dann ist der immer, keine Ahnung, 20 Level, mal mehr, mal weniger, höher als die anderen und der kassiert dann, hält dann viel mehr aus. Und das finde ich okay, wenn so ein Boss mehr aushält. Also fand ich okay, die Lakaien, die halten gar nichts aus, die sind alle so, es ist eh egal bei denen. Und ich weiß ja nicht, wenn er zum Beispiel Level 20 normaler Gegner 1000 Leben hat, hat dann Level 20 Elite halt 5000. Einfach, also das ist halt... Eigentlich ist das okay. Ich weiß nicht, ob es bei den normalen Mobs auch so ist. Aber anscheinend schon. Also hast du die Mod drauf, okay? Bin mir da nicht sicher. Gibt hier auch so diese Glitches, dass du in eine Station reinlädst mit schweren Schwierigkeitsgrad, stellst dann in der Station wieder leichter und hast trotzdem Loot für den schweren Schwierigkeitsgrad. Das finde ich, das ist schon cheaty. Das da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Aber ob das wirklich ein Fehler ist, weil es wurde als Fehler bezeichnet mit diesem Gegnerskalierung. Ja, das mit dem Realismus weiß ich halt nicht genau, weil wegen den
Anzügen. Wenn du... Wenn ich einen Anzug habe, der hält so eine Ballistik halt einfach aus. Oh. So, ich schieß halt auf einen Anzug, der... Keine Ahnung. Hier ist es ja auch so. Ich habe jetzt hier Anzug physisch 116. Ich habe einen Anzug auch gefunden mit 200. Natürlich halte ich mit... Also physisch halte ich halt mehr aus mit 200 als mit 116, dachte ich mir. Weil das ein Level 20 Mob mit 800 Leben hat, aber deine Waffe im Levelbereich nicht mehr viel Schaden macht. Ich verstehe schon, wie das gemeint ist, aber irgendwie habe ich das gar nicht so... Also, ich habe das gar nicht so gemerkt. Nur bei Elite-Gegnern. Und ich habe mit Level 5 oder 10 oder 12 schon Level 30er easy töten können. Deswegen. Wie ist denn das? Ich bin normalerweise, also ja, meist spiele fast nur Steam-Sachen halt. Und bei Steam sieht man ja, wenn was gepatcht wird. Gibt es hier auch eine Möglichkeit, das zu sehen? Also bei Xbox? Mich würde halt interessieren, was für ein Support oder wie gut die halt Patches bringen. Wie oft und kleine, große Hotfixes. Ich. Ja, weiß nicht. Oh mein Gott, Experte, ich dreh durch. Oh, hier, guck mal, Mech-Komponenten. Hier, 12k. Geh ich zum Händler, paar Euro. Macht gar keinen Sinn, verstehe ich nicht. Aber was halt Sinn macht, es gibt halt Händler oder Leute, die zahlen mehr. Hier in Aquila City gibt es jemanden, der mag halt Romane, der andere mag irgendwelche Sterndaten, der mag dies, der mag das. Ich fliege jetzt nicht zu jedem hin und verkaufe die Sachen fürs Teuerste. Ich fliege zu meinem Bau und gut ist. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es da wirklich jemanden, der für Schwarzmarktware mehr zahlt. Muss ich jetzt halt nehmen und aufpassen gleich wieder. Dass ich nicht irgendwo hinfliege. Das. Was? Das sind Vierer? Nee. Haben wir noch Dreier? Wir haben ja drei Vierer, zwei Einser und Zweier. Sollen wir das so machen oder so? Kann sein, dass ich es jetzt versaut habe. Ja, habe ich. Scheiße. Bist du gestorben oder wie hast du das denn geschafft?
Mir gehen langsam die Dietriche aus, so viel wie ich hier aufmache. Hätte mal 40 Stück. Ach so, ja, okay. Das macht Sinn. Du, ich bin gestern auch davon gekommen. Ich habe bei Infinity LTD New Atlantis habe ich alle vernichtet und bin davon gekommen. Also, ich meine, ja. Ich weiß nicht, wo ich den Fehler gemacht habe. Beim letzten brauche ich das hier und ein Einser. Ganz wichtig. Die letzten zwei darf ich nicht verbrauchen. Weil ich brauche das für das letzte. Dann nehme ich das. Ich bin das, Jero. Aber das weißt du schon. Das weiß der ja. In der Mission muss ich an dem Mond und so Banditen oder so in ihrem Raumschiff killen. Wenn ich die Raumschiffe im All kille, habe ich kein Kopfgeld. Ich habe vorhin ein UC-Raumschiff gekillt und habe nichts. Ist, glaube ich, nichts passiert. Also, ich. Ich glaube nicht, dass ich davon mein Kopfgeld vor mir bekomme. Ich glaube, ich habe mal aus Hiram schon Kopfgeld gekillt. Oder doch? Siehst du, weil Sarah hat auf dein Befehl gehandelt. Deswegen bist du schuld. Siehst du? So einfach kommt man dann doch nicht. Okay, jetzt auf dieser Station halt die größten Sachen mitgenommen, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich alles mitnehmen soll, denn wenn ich zum Verkaufen kann, ich ja verkaufen so oder so alles. Aber egal. Oh, imagine, ich habe Frame Drops. Das habe ich ja gar nicht gehabt. Oha, das ist das zweite Mal Frame Drops in der ganzen Karriere hier. Nee, der Unterschied ist, im All der Schiffe gekillt, Kopfgeld. Zwei Killen, eines Kapern und die Crew töten, welche einem ja angreift, Kopfgeld. Make no sense. Doch. Doch. Macht schon Sinn. Wie kann ich Ihnen dienen? Jetzt sei mal nicht so. Versteh das doch, das macht schon Sinn hier. Systeme einsatzbereit sind, können wir starten. Also ich habe alles killen gelesen. Okay. Ja genau, darauf hat... Achso, okay, du kriegst keins. Im Endeffekt so, tötest du alle und bei dem... im Weltall kriegst du auch kein Kopfgeld. Jetzt komme ich mit. Begleite Andreja zur Loge. Volle Energie. Oh nee, stopp. Oh Gott, nein. Help, nein. Moment. Schmuggelware. Bitte, lass mich erklären.